Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Ich habe mich im Discord, denn ab heute ist der Darko wieder mit dabei. So. Wo war ich denn geblieben? Da wollte ich auffüllen. Wenn wir mal so überlegen, dann reicht das Ganze, alle Krypten, die du entdeckt hast, reichen nicht aus. Nee, wir brauchen noch mehr. Reichen aber auch wirklich nicht aus. Wir brauchen echt noch mehr oder noch einen Sumpf. Ja, wir werden noch ihn finden. Da, wo der Boss ist. Ja, den hast du doch schon gefunden. Ja, da ist ja ein Sumpf, aber da war ich noch nicht drin in dem Sumpf. Also. Da werden wir zusammen hinfahren. Mit allen Sachen, die man braucht, um den Boss zu beschwören. Ah, und die Hunde werden wir dann nicht mit hinnehmen können. Die gehen unterwegs alle down. Können wir den nicht auf dem Boot schlagen? Nee, kann man ja eben nicht. Das ist bescheiden schön. Was bleibt denn noch davon? Aber Darko! Ja? Gucke mal! Damit hätte man den Uralten locker klatschen können. Mir ist bewusst, dass der Uralte auf solche Waffen lächerlich reagiert. Guck dir an, was ich in der Hand hab! Ja, und damit kannst du deine Dinger schneiden. Nee, pass auf, das ist die normale Axt. Alter, aber der Streitkolben, den ich hab, macht die Blauaugenmonster mittlerweile One-Hit. Was vorher nicht geklappt hat. Und die Battle-Axt genauso, also ich würde dir empfehlen, dir auch noch so eine Zweihandwaffe zu machen. Ach, das ist gut, warte mal. Da war ja was. So, hier mal wieder eine Handvoll Ausdauer mit. Haben wir jetzt 24? Machen wir die nächsten, dann werde ich hier mal eine Runde köcheln lassen. Und die Deckenfeuerschalen reichen wirklich aus zum Schlafen. Die Feuerschalen? Achso, die Lichter da. Mhm. Also, Metmischung sehr gesund. Braucht Löwenzahn, Honig, Blutsack und Himbeeren. Darf ich mir ein Schwert machen und das auf 3 ausrüsten oder sollen wir weiter bei Bronze bleiben? Nee, ich hab auch alles Eisen. Alles Eisen bis Stufe 3 habe ich. Ach, kannst okay. Du dir auch machen. Hab ich halt noch nicht darum. Himbeeren. Was war noch? Sehr gesund. Himbeeren, Blutsack, Honig, Löwenzahn. Blutsack. Wo sind Löwenzahn? Da. Und Honig. Zwei. Gegengifte werde ich uns auch noch herstellen. Ja. Sicher ist sicher. Lassen wir erstmal die. Das war jetzt sehr gesund. Sehr gesund ist. Das ist köstlich. Das war Honig, das war Karottensuppe. Eisenpicke auch. Ja, kannst du auch auf Stufe 3 machen. Das war sehr gesund. Oh. So, 4, 6. Hier habe ich noch 8 sehr gesunde Metmischung. Ups. Ich habe noch 4. Ne, ich habe die ja hergestellt, die was noch fermentiert werden muss. Das okay. Heißt, wir haben dann irgendwann eine ganze Kiste voll davon. Aber Gegengift haben wir jetzt noch 29 in der Kiste. Da werde ich noch was herstellen. Frostwiderstand, Giftwiderstand, Disteln, Kohle und Nixenschwanz.
Kohle, Disteln und Nixenschwanz. Sag mal Scheiße. Was ist los? Reicht's doch nicht? Vielleicht mit dem, was da runter liegt. Ich brauche nicht viel. Aber ich kann das nicht aufsammeln, weil ich überladen bin. Wow. Nee, dort, das ist kein Eisen, was dort liegt. Was denn? Das ist Nickel. Ah, Zinn. Oder Zinn, genau. Wie viel fehlen denn ungefähr noch? Ich glaube, um genau zu sagen, warte mal. 5 Stück. Aber egal. Warte mal. Ist denn nicht so. Nee. Stopp. Ich hatte mir hier oben was in den Kahn reingehauen, weil ich mir ja Schmiede und sowas bauen muss für Dings. Ich glaube, hier müsste ich noch was drin haben. Und zwar 16 Stück. Da ich nur glaube, 2 für den Tisch brauche, bin ich überladen mit 10 Stück. Ich werf es dir draußen hin. Wenn ich mal ankomme. So. Auch überladen. Das wäre ich aber auch mit einem einzigen gewesen. Keine Sorge. Giftwiderstand hier. 1, 2, 3. Ja, wie viel kriege ich ungefähr noch hin? 1, ja, komm. 1, Gift war hier. Gut, da wieder rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Dahin. So. Ich glaube, die Waffen sind generell größer geworden. Nee, im Haus werde ich jetzt nicht zuschlagen. Dann mach ich schon alles wieder kaputt. Warum? Verdeckt. Ganz einfach. Das passiert mir aber auch jedes Mal. Außerdem, so schlecht ist das gar nicht. Dann kann ich besser ernten und sehen. Die Ausdauer nicht so schnell weg. Okay. Ach ja, das war ja mein Feld, wo ich minimal übertrieben hatte. Das weiß ich noch. Was ist jetzt eigentlich der Plan für heute? Wir werden heute uns um den Knochensack kümmern. Ich weiß gar nicht, was wir zum Beschwören brauchen. Das noch gar nicht. Als ob ich gegen den Boss alleine kämpfe, du piepst wohl. Nein, den Knochensack. Das ist ja der Boss, der heißt Knochenwanst. Also Knochensack. Ach so, gut, frage ich anders. Hast du das Ding aus dem Krypten schon gefunden? Ja, ich habe dir doch einen Screenshot geschickt, wo mir der Spawnpunkt, der Beschwörungsaltar markiert wird. Das ist der, der ganz weit weg hinter unserem großen Sumpf ist. Was bedeutet das? Wird eine schöne Bootstour. Da kann eh. Da kann eh. Beim Portal steht Kids, ist ein Baby hier. Ich meine, ob da ein Portal steht. Na, das dort bei dem Sumpf, wo wir jetzt die Krypten gemacht haben. Ich meine, beim Boss. Nein. Da war ich noch nicht, Darko. Okay.
Also im Grunde es könnte einer mit dem Boot vorfahren bis zum Portal, wo wir die Krypten gemacht haben und den nächsten dort einsammeln. Wäre nicht das Problem, bin nur gerade noch. Ja, ja, mach ruhig erst einmal. Ist das ein... So. Ja, wir könnten den Weg auch zu Fuß gehen, also. Nichts da. Da finden wir vielleicht noch irgendwas Tolles. Viel Spaß machen. Ich muss sowieso überlegen, was brauchten wir für den? Ich glaube Skelettköpfe oder sowas. Irgendwie sowas in der Dreh. Absolut keine Ahnung. Ja, da haben wir mehr als genug. Also wir haben 31 normale Skelett-Trophäen. Und das war's. Andere Skelett-Trophäen haben wir nur eine oder ja, von jeder eine und die hängen an der Wand. Strucken. So. Ah! Die Fähigkeit Eiche, die du aktiviert hast, die zählt auch für mich. Sehe ich gerade. Und ich kann meine trotzdem noch aktivieren. Läuft, läuft. Können wir schlafen? Ist ich lüge schon. Dran. Ich warte nur auf dir. Auf dich. Trocken werden. Ich sehe, dass du tropfst. Es kommt alles im Schritt unten raus. Daku, eine Frau, hat ihre Tage. Ja, klar. Ich hab Videobeweis. Pfeile. Wir haben 100 Eisenpfeile. 300 Bronzepfeile. Welche wollen wir denn nehmen für den? Aber Feuerpfeile. Ich schieße ehrlich gesagt immer noch mit Feuerpfeilen. Warte mal, wo sind meine denn? Die hab ich irgendwo reingepackt und mich wieder rausgeholt. Okay. Mal gucken, die Feuerpfeile machen Stechen 11, 4 bis 7. Eisenpfeile machen 42, 16 bis 28. Eisen wäre eigentlich besser, aber da wir nur 100 Stück haben, ist mir das auch ein bisschen zu heikel. Dann verbreiten wäre besser. Treffen kann. Ich habe schon ein bisschen geübt mit dem Ding. Wir haben ja nicht umsonst wieder viel Fleisch. Aber erstens noch gar nicht nachgeschaut. Aber da guck ich mal, man könnte die Hunde halt wirklich bis dahin mitnehmen, aber das ist ein ewig langer Weg. Weil der halt noch Gegner mit beschwört. Der kämpft ja nicht alleine, der beschwört noch andere Heinis. Ich glaube ehrlich gesagt, wir schleppen die da 50 Kilometer lang weg. Einige verrecken auf dem Weg, die anderen sind gedamaged und werden dann einmal gehittet und sind down. Wofür? Gucken. Für 3 Stunden mehr Arbeit. Gucken, gucken. Hast du jetzt ernsthaft schon ab? Ja, klar, ich sammle dich dann auf der anderen Seite ein, da wo das Portal ist. Bevor ich jetzt noch sinnlos rumstehe, ich habe halt nichts zu tun gerade. Und den einen Steg noch aus Stein bauen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und Boot ist sowieso noch heile, von daher. Und du, glaub mir, du willst nicht fahren, du hast du hast Gegenwind. Ehrlich gesagt, absolut nichts Neues, also hätte ich damit kein Problem. Die Baumfarm müssen wir wieder anpflanzen. Stehen nicht mehr so viel.
Jetzt krieg ich wieder richtig Bock auf Frozenheim zocken. Da kann ich auch so eine Boote bauen und fahren. Nächster, heute ist in Valheim und WOT. Ich halte mich schon an meinen Streamingplan. Außerdem, das habe ich sowieso gar nicht mit Streamingplan gemeint, dass du jedes Spiel da betitelst, aber nur ungefähr zeigen, wann du streamst. Aber so ist auch gut. Ich war gestern, war das gestern, wo ich da keinen Bock mehr hatte, oder war das vorgestern? Was? Auf WOT, wo du mich eingeladen hast. Ich bin reingekommen in die Gruppe und dann bin ich aber wieder gegangen aus WOT. Seitdem war ich nicht mehr da drin aktiv. Dann vorgestern. Warum sollte ich auch? Jeden Tag das gleiche Spiel spielen ist ja langweilig. Apropos, nee, jetzt nicht auf. Muss ich mir notieren. Ich bin schon sehr, sehr weit. Der Rest der Folge besteht jetzt aus Bootfahren. Mach doch also eine Timelapse, geht schneller für die Zuschauer. Nee. Wenn die Folge dann zu Ende ist, dann fahre ich den restlichen Weg ohne aufzunehmen. Und wenn wir dann dort sind, nehme ich wieder auf. Achso, hab ich jetzt. Nee. Würdest du dann mal drei so eine Skelettköpfe mitbringen, vorsichtshalber? Was denn für dich? Wir haben ja ein paar mehr. Nee, wir haben nur normale Skelettköpfe. Davon gibt es aber auch unterschiedliche. Aber nicht in der Kiste, da haben wir nur die mit den gelben Augen, die ganz normalen. Die mit den grünen, den einen mit den grünen Augen, der hängt an unserer Trophäenwand. Wie viele soll ich schon mitnehmen? Drei Stück. Ich werde sowieso, wenn ich dort am Portal bin, nochmal zurückkommen müssen. Ich habe vergessen, Met einzupacken. Ja, nicht das Problem, welches Zeug mitnehmen. Ich muss selber gucken, was ich brauche. Weil ich nicht alles mitnehmen will. Und da kann ich schon gleich meinen Hammer dort lassen und Pick und Holzaxt. Also hier zum Holzhacken die Eisenaxt. Das Zeug muss ich nicht unnötig mitschleppen. Das kommt da hin. Nicht da rein. Also, was wollen wir denn für Pfeile? Feuerpfeile oder? Ich hab Feuerpfeile nur dabei. Ich überleg halt gerade. Pfeile bringen keinen Sinn gegen den Gift-Typsi. Ich glaube, stand auch im Netz, dass man da bei dem auf Nahkampfschaden gehen soll. Ja, okay. Ich würde es halt gerne mal riskieren, über den Ozean zu fahren hier. Das wäre so eine geile Abkürzung. Also ja, einfach entspannen und die Zeit genießen. Mich auch. Ne? World Safe in 30. Ich hab keinen bekommen. Nee, nur ich, weil ich hoste. Letztes Mal habe ich die aber auch bekommen. Ach so? Mal wer ist. Ah ja, da war ja was. Und nur was zu fressen, natürlich.
Kann es sein, dass wir kein Würstchen mehr haben? Kein was? Würstchen. Doch, müssen wir noch haben. Wir müssten irgendwo in der obersten Truhenreihe sein. Auf der Fleischecke. Fleisch- und Linksecke da. Ich bin fertig. Kann sich nur noch um Jahre handeln, bis ich angekommen bin. Zumal man immer wieder Gegenwind bekommt. Gut, da beende ich ganz kurz die Folge hier. So, viel haben wir in der Folge nicht gemacht. Wir werden aber jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge definitiv den dritten Boss klatschen. Und dann werden wir auch direkt gleich auf den vierten Boss gehen, und zwar den Drachen. Erstmal müssen wir Knochenwanst umhauen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.